Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei The Taylor's Principle. Ja, im letzten Part haben wir die Welt 6 zu Ende gemacht und jetzt würde ich gerne mal nach Welt 7 die gelben einsammeln. Ich möchte auch mal so langsam die roten Blöcke einsammeln, aber das will ich irgendwie nicht. Ich sehe alles. Ich weiß alles. Meine Macht kennt keine Grenzen. Und doch ist dein Wille frei, denn du wurdest erschaffen, um frei zu sein. Dies ist der Grundsatz deiner Existenz, ohne den die Prüfungen dieser Welt keine Bedeutung hätten. Es muss dein Entschluss sein, Erlösung zu suchen. Warum redet Gott mit mir, als müsste ich, ich komme gerade ein bisschen vor, als wäre das hier Gott, der zu mir spricht hier. Was will Gott von mir? Am Anfang waren die Worte, und die Worte erschufen die Welt. Ich bin diese Worte. Die Worte sind alles. Wo die Worte aufhören, hört die Welt auf. Was zum? In der Abwesenheit von Raum kann man nicht vorwärts gehen. Wiederhole. Was? Am Anfang waren die Worte, und die Worte... Oh! Ich werde wieder zurückgeschickt. Was will mir dieser komische Gottfreak sagen, ey? Ich hab keinen blassen Schimmer. Wie löst man ein Problem, das sich über die eigene Lebenszeit hinaus erstreckt? Diese Frage ist womöglich die Essenz der Zivilisation. Die einzige Antwort, die ich finden kann, ist einen Vorgang zu initiieren. Eine Umgebung zu erschaffen, in der die Lösung unabhängig von der eigenen Anwesenheit entstehen wird. Aber diese Antwort verlangt ein schwieriges Opfer. Die Chance, ein Zeuge zu sein. Das Gefühl, im Zentrum des Universums zu stehen. Schwer aufzugeben. Am Projekt Zivilisation teilzunehmen, heißt den eigenen Tod zu akzeptieren. Sehr erheiternd, Alex, wirklich. Okay, jetzt die nächste einsammeln. In der ersten Nacht, als mir bewusst wurde, dass es alles vorbei war, bin ich nach draußen gegangen, um die Sterne zu sehen. Und ich dachte, irgendwo dort oben sind die Raumstationen, die wir gebaut haben. Und die Sonden, die wir ausgesandt haben. Voyager 1 und 2, jenseits vom Rand unseres Sonnensystems. Sie setzen ihre Reise durch das All fort, wie Denkmäler an unsere Träume. Botschafter, die ihr Heimatland überdauert haben. Und dann dachte ich, wenn sie immer noch dort oben sind, sind wir dann wirklich verschwunden? Wenn man annimmt, dass Maschinen eine Fortsetzung des menschlichen Körpers darstellen, dann gibt es uns noch, solange diese Maschinen existieren. Okay, jetzt haben wir schon zwei Datenfragmente gefunden. Ah, diese Dinger stören mich. Moment. Da rein. Weißt du was? So. Ich habe eine Idee. Ganz einfach. Oh. Brauchen wir noch so ein Ding? Thank you.
War noch so ein Ding. Wo krieg ich noch so ein Ding her? Noch so ein Ding, Manu. Scheiße. Was könnte ich noch? Na komm. Nein, da. Oh, geschafft. Oh. Das war jetzt ein... War nicht schwer, aber ich hab's geschafft. So, jetzt in den nächsten. Oh. Achso, ein großer Haufen Minen. Was soll ich denn machen? Alter. Was soll ich denn machen? Nee, das kannst du nicht von mir verlangen. Haha. Oh, fast hätte ich es geschafft. Was hätte ich zu lösen? Dann brauche ich aber die Kiste. Was ist denn mit dir, Kistchen? Die Welt wird da stehen. Boah, das war jetzt echt gut. Auf sie drauf zu stellen und dann rumzulaufen. Hihihihihi. Was du trägst. Jawohl. Geschafft. Ich kann aber die anderen ausprobieren, die roten. Das sind ja doch nicht so schwer, wie man es glaubt. Probieren wir es einmal aus. So, was haben wir hier? Ein Ventilator der Unendlichkeit. Ich brauche einen Jammer. Schade, das funktioniert nicht. Okay. Doch, Ist das wirklich so schwer? Aha. Ah.
Ich hole meinen Jammer wieder. Ist da noch was? Nein. Jam, Jam. Komm schon, runter, 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 runter. Ich will runter. So, gibt es hier noch was, ich einsammeln kann? Nein. So, Sahara-Musik. Ah, natürlich. Dich brauche ich nicht mehr. So. Zack. Zack. Hä? Da ist noch einer. Okay, das ist jetzt kompliziert. Das ist jetzt very complicated. Aber vielleicht. So, den habe ich jetzt rübergebracht. Natürlich, das ist doch einfach. Aha. So. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Und wozu brauche ich die Kisten denn? Ich brauche wahrscheinlich für irgendwas die Kisten. Ja, was hoffe, das auch funktioniert. Nee, es geht nicht, schade. Das wäre krass, wenn das funktionieren würde. Ich glaube, ich weiß, wofür ich die Kisten brauche. Zack. So. Komm mit, du Jammer. Jetzt muss er auf die andere Seite. Ach Quatsch! Was mache ich denn für den Müll? Hä? Rotes! Das Rote ist dort. Moment mal. Das Rote ist dort. Dann müsste ich rein theoretisch einen Strahl hier rüber. So. Aber das geht nicht. Oh, Mann, das ist so schwer. Wie soll das denn gehen? Das geht nicht.
Moment. Ich glaube, es ist zwar eine Theorie, aber es könnte eventuell funktionieren. So, komm mal mit. Natürlich! Ah, ich habe eine Idee. Natürlich. Ah. So. Einer ist jetzt dort. Und dann jetzt machen wir das so. Die auch erstmal connecten. So. Moment. Ah. Also, geht doch. Dachte ich nur, dass das so funktioniert. So, wo ist der nächste Stein? Da lang. Hui. Jede Menge Störungen. Hier umschauen. Ein Gemma, perfekt. Ach. Schlüssel. Ja, mein Schlüssel. Was machen wir jetzt mit diesem Schlüssel? Oh. Okay, das wird jetzt ein bisschen schüssen. Da war ich hier schon, ne? Hä? Oh, nee, hab jetzt keinen Bock. Ich muss gerade hier gucken, wie ich jetzt weiter, wie ich weiterkomme. Nächste Gemma. Wie komme ich an diesen Gemma an? Okay, würde ich sagen, ich beende jetzt mal die Folge. Dann bleiben wir hier und wir versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Bis dahin bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.